So, da sind wir wieder. Willkommen zurück bei Halls of Torment. Euch einen wunderschönen guten Abend. Und wir starten direkt in die Action rein mit dem Sportsman, wie letztes Mal schon angekündigt. Wirklich was unlocked hatten wir nicht. Gut, wir haben den Flaskhain hier bekommen. Hier haben wir jetzt Rerolls. Und wir gehen zurück. Gehen wir mal zum ersten Ort zurück und gucken, ob wir hier irgendwas alles finden oder wie weit wir kommen. War ja relativ knapp beim ersten Run. Vielleicht kommen wir jetzt hier zum Ende, in Anführungsstrichen. Mal schauen, was passiert. Wir sind ja ein gutes Stück stärker jetzt. Gucken uns mal an, was hier auf uns zukommt. Wir nehmen einmal Pickup Range, Quality of Life. Und ansonsten haben wir jetzt nur noch Sachen, die uns in irgendeiner Art und Weise mehr Damage bringen. Wenn es geht. Ein bisschen Movement Speed sind wir auch gut. So, okay. Base Damage. Zeig ich das mal nach unten. Eine Ability. Attack Speed ist immer gut. Wir holen uns mal Crit Damage ran. Versuchen ja wieder genau Crit zu gehen. Ich liebe Crit. Damage und Attack Speed ist natürlich gut, aber oben ist Crit Chance und Range. Ja, wir nehmen aber Damage Speed. Das ist nur für die Main-Waffe. Bisschen häufiger zuschlagen. Wo sind die Gegner? Schleimzeit. Spannend töten wir die. Wenn wir jemals krippen, wahrscheinlich ein Gutschrott. Den Boss. Der Typ, der nur läuft. Lightning Strike wieder rein. Nicht. Und da kommt ein Boss, der auch noch was bringt. Der auch nur läuft. Die kriegen deutlich mehr Damage. Stage 3 ist nur etwas zu krass für uns. Sieht saftiger aus hier. Ja, wir kriegen früher oder später eh alles. Mit dem Mensch rein, satteln. Oh, ich geb doch was, what? Okay. Attack Speed. Ja, dann bringen wir die zurück.
upgraden wir unsere Rerolls. Mal schauen, ob wir irgendwie auch mal was kriegen, dass wir mehr Items zurückbringen können. Nicht nur eins pro Run. Aber wenn wir jetzt noch Rüstung finden. Oh. One-hitten die Schleime gerade? Ui, Mensch, hier ist auch alles. Crit Chance und Range, Crit Chance und Blocken. Und Range. P-Train. Und wieder zurück. Ich dashen kann, ist ein bisschen nervig und läuft vielleicht langsam. Das macht es ein bisschen interaktiver, wenn man ausbrechen kann. Aber erinnert mehr an One Piece Survival so. Pilz gefunden, sehr schön. Unseren Angriff ein bisschen breiter. Generell macht es alle Angriffe breiter. Area of Effect größer. So, da sind wir am Well, im Brunnen angekommen. XP Train, Chuchu. Let's go. Weiter. Für mehr Bosse hier. Ja, okay. Genau das meinte ich. Ach ja, der. Da war ich entspannt. Planks nehmen wir. So, gibt was Gutes. Wenn ein Gegner mit physischen Angriffen Schaden zufügen, haben wir 20%. Haben wir eine 20% Chance, 40% unseres Schadens als Flash Damage zu machen, also AOE auf alles drumherum. Block Chance, Flame und Leben und Defense nehmen wir den Ring. Insane für Wave Clear.
So, nehmen wir ein bisschen Lebensregeneration. Mit Bonus. Die Crit haben wir mittlerweile 20%. Man könnte meinen, das ist nicht sehr viel bisher, aber geht. Okay, haben wir Damage und Attack Speed und unten weg Hit Damage und breiterer Angriff, aber ich würde das erste nennen, Base Damage. Und schneller hitten, damit wir auch mehr Crits procken. Seht ihr, die vom ersten Run, wo wir so langsam gehittet haben, fühlt sich das jetzt schon deutlich besser an. Gehen wir langsam aber sicher zum Handschuh, zum Magneten eher. Attack Speed. Können wir den Blitz eigentlich auch mal aufwerten? Dann schalten wir auch was frei. Sich. Blitz. Ja, war halt schon ganz gut. Schwein. Das ist Schleimzeit. Wir splitten die kleinen Schleime One-Hit mal hin. Die großen mit zwei Hits. Ja, Boss. Kriegt gut Daten. Blockt aber auch viel. Lassen wir mal einen Schuh rausziehen. Jetzt nehmen wir das Crit Damage und Cornwolf. Der wird zerstört, der Ruder. Nebenbei eigentlich mehr Fokus auf die anderen machen. Ah, der wird richtig weggerotzt hier.
Na, dann gib mal her. Die Orbs mit rein. Area größer. Die Range-Typis hier müssen mal weg, bitte. Die nerven. Gut, machen wir den Blitz besser. Huch, ey, ist ein Magnet gespawnt. Neben dem Magneten. Nehmen unsere Base Crits hoch. Ob's besser machen, ob's dann gut. Weiter in die Orbs. Additional Attacks ist natürlich auch immer gut, vor allem wenn wir jetzt ein bisschen Attack Speed rankriegen. Okay, guter Schaden, ja. Orbs werden weiterhin gebufft. Masken für die Orbs. Damage und Attack Speed für die Main-Waffe. Mittlerweile gut dabei. Schleim bekommen, die bin besser nicht zu klemmen. Multi-Hit. Ja, nehmen wir rein. 10%. Technisch gesehen jeder 10%. Aber ein bisschen zu früh wahrscheinlich dafür, ja. Immerhin. Ein Level, nehmen wir die Crit-Chance rein. Wir sind jetzt bei 30%. Ja. Ja, ne, Health Region. So, was kommen jetzt für Gegner? Skelet Boys und ein dicker Skelett Boss, okay. Das Skelett halt nicht so viel aus, das ist ja entspannt. Magier wollen wir trotzdem entfernen. Schaden ab. Ist easy. Haben wir ein Level Up reinbekommen nochmal? Wir nehmen Damage natürlich. Was haben wir hier Schönes drin? Mhm.
Da uns der Necromancer das Klatsch, den wir freigeschalten hatten. Entschuldigung. So. Attack Speed, Gloves. Oh, warte, wir haben ja gar keine Ausrüstung mehr. Ich habe gar nichts ausgerüstet. Ups. Okay. Debuff. Okay, solange wir laufen, kriegen wir Blockchance. Mäßig. Dumme Skelette, okay, ist klingt interessant. Das ist ein Ring, oder? Wenn ich. Warte, wir können zwei Ringe haben, okay. Ah, ja, nehmen wir mal. Ja, das ist unser Skelett, schießt grün. Schießt sogar gar nicht so langsam. So, aber. Jetzt spawnt mit der Zeit wieder. Aber wir können irgendwie seine Lebensdauer erhöhen. Maximal 5 Skelette gleichzeitig. Ich weiß noch nicht so wie. Die Blitze bessern. Jetzt haben wir ein Skelett Ritter beschworen da. Okay. Punkt 2. Interessant, aber die machen nichts, die werden gar nicht an. Ist wieder ein Mesh, ne? Nice. Und glaub's besser. Die Orbs regeln. Kann ich so was mich da trifft? Wahrscheinlich. Ich war ja mal nur in den Gegner, habe keine Projektile gesehen. Ja, ich bin ja auch blind. Wir holen uns Wort Attack Speed ran. Sieht gut aus bisher. Chance. Ja, 35%, aber geht auch Platz. Die Gegner machen 24er Hits, also mit 24 Armor Blockchance hätten wir 50% zum Dodgen blocken. Geht eigentlich, die machen gar nicht so viele Werte. Die Zahlen halten sich in Grenzen. Das ist nicht gut. Finde ich sehr gut. Ein Crit Damage hoch. Ah, jetzt kommen die Boys wieder. Da sind wir letztes Mal gestorben, aber wir machen gut Schaden diesmal. Lock Strength ist natürlich nicht so nützlich jetzt an dem Punkt. Und Attack Speed vom Blitz hoch. Achievement bekommen für. Hat sich gelohnt.
Ah ne, den hatten wir noch bekommen letztes Mal, ich weiß. Ich erinnere mich. Oh, da ist anscheinend eine Hand gespawnt, sehr schön. Da gönnen wir uns jetzt mal ein paar Level-Ups wahrscheinlich. Mit Damage hoch. Aber doch nicht so viel, naja. Base Defense machen wir. Shurikens besser. Das ist unser Skelett. Das ist der Boss, der ist doch nicht gestorben. Attack Speed. Ne, da ist er. Da ist er tot. Ist eine echt dumme Stelle. Der 50% Chance, die Gegner zu electrifyen, wenn sie gestunt werden. Der Stun Range ist gut. Oh, das war nicht gut. Attack Speed hoch für den, Blitz. Das ist möglichst viel Stunt. Eine Menge Damage gemacht. Orbs besser. Damage von den Shurikens hoch. Stehen bleiben, nicht schlau. In den Schleim rennen, auch nicht schlau. Roboter, den wir dafür. Der Hund, ja. Ah, hier waren wir letztes Mal Sport. Genau, ja, okay, okay, hier sind wir. Oh mein Gott, wir haben viele Leben. Mal schauen, ob wir uns noch hochgeheilt. Oh, what? Oh mein Gott, okay, die nervt. Sieht nicht gut aus.
Jetzt bin ich ein bisschen dran. Oh, ich laufe auch noch in die Brille zu. Gut, hier ist ein bisschen zu viel. Ja. Schon deutlich weiter, die kriegen wir aber bald. Defeat the Lich. Was ist der Lich? Wahrscheinlich nicht. Aber es läuft schon deutlich weiter. Es sieht aber aus wie ein Lich. Vielleicht war es schon der Lich. So. Zwei Chains bekommen. Damage gemacht in der Reihe. Gab ein bisschen Gold und Electrify. Haben wir nicht aber eine Bottle gegeben? Müssen wir jetzt echt noch kaufen? Oh mein Gott. Was ein kleiner Bastard. Ah, hier haben wir die Sachen ausgerüstet, okay. Oh, den haben wir direkt bekommen, den Gatherer's Charm. Dann nehmen wir den natürlich mit. Movement Speed und zeigt uns an, wo Ingredients sind. Oh. Okay. Yeah, easy. Können wir auch mal viele Block Strength stacken? Mal gucken. Das war auf jeden Fall witzig. Dann sind es hier immer kürzere Runs. Wahrscheinlich, wenn wir ein bisschen stärker sind, weiterkommen bis zum Ende, sind es immer eine halbe Stunde Runs mit ein bisschen Gelaber und so. Das sind so 40 Minuten Videos über Souls und so weiter, was eigentlich geplant war. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, lassen wir es hier. Ich würde es heute erstmal gut sein. Das ist immer ein Upgrade. Mein Gott, das ist 600. Dramatic Speed. 900. Und Movement Speed auch. So. Theoretisch würde ich auch mal sparen für den Farben, I guess. Mit mehr Damage. Aber mal gucken. Gucken wir uns mal ein paar Upgrades hier. Nächstes Mal kommt der Archer. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Wünsche, Anmerkungen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich reagiere auf alles. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Abend. Und wir sehen uns morgen. Haut rein. Ciao, ciao.